Ost ist Ost und West ist West und nie werden die beiden zusammenkommen. Hongkong schien bislang den kolonialen Lehrsatz Lügen zu strafen. Diese Enklave des Westens an Chinas Küste gilt als gelungene Fusion östlicher und westlicher Werte und Lebensweisen. Doch der Wind hat sich gedreht. In keiner anderen Stadt der Welt gibt es so viele Zeitungen pro Kopf der Bevölkerung wie in Hongkong. 70 Tageszeitungen, dazu kommen über 600 Wochen- und Monatszeitschriften. Hongkong ist heute eine Medienmetropole Asiens. Hier im bürgerlichen Einkaufszentrum Causeway Bay gehen Hongkongs Bürger ihrer offensichtlichen Lieblingsbeschäftigung nach, dem Shopping. Am 1. Juli 1997 wird Hongkong wieder Teil Chinas sein. Aber für 50 Jahre, so hat es Peking versprochen, soll Hongkong ein hohes Maß an Autonomie behalten, seine kapitalistische Wirtschaftsordnung und seinen eigenen Lebensstil. Nicht nur Shopping soll damit gemeint sein, sondern auch der Erhalt gewohnter bürgerlicher Freiheiten und Rechte, Freiheit der Rede, Freiheit der Presse. In einer Umfrage 9 Monate vor der Rückkehr Hongkongs zu China nannten Hongkongs Bürger den Erhalt von Meinungs- und Pressefreiheit als die wichtigste politische Aufgabe der Zukunft ihrer Stadt. Diese Einschätzung zeugt von einiger Skepsis gegenüber Pekings bisherigen Versprechungen. Die Menschen in Hongkong machen sich Sorgen. Peking hat Hongkong Pressefreiheit versprochen, aber der Begriff kann für Chinas Kommunisten, die sich auf östliche Werttraditionen berufen, durchaus etwas anderes bedeuten als der westliche Begriff von Pressefreiheit, an den Hongkongs Bürger gewohnt sind. Edgar Yuyen ist Vizepräsident eines erst im letzten Jahr gegründeten pro-chinesischen Journalistenverbandes. Er sieht unterschiedliche Auffassungen von Pressefreiheit. Hongkong ist in the middle of the East and West. Hongkong steht in der Mitte zwischen Ost und West, sagt er. Viele Journalisten hier, aufgewachsen in den 70ern und ausgebildet in den 80er Jahren, machen sich das westliche Konzept zu eigen. Die Chinesen, vor allem aus der Sicht Pekings, haben wohl ein anderes. For the Chinese, particularly from the Beijing point of view, they might have a different concept. Die Chinesen, sagt er, sorgen sich sehr um die Presse und deren Beitrag zum Erhalt von Stabilität und Wohlstand in Hongkong. Very much concern about the performance of the press. How would they help maintaining the stability and the prosperity of the Hong Kong society? Die Journalisten in Hongkong, sagt er, halten dies nicht für die Aufgabe von Journalisten. Da gibt es wohl eine Diskrepanz. Persönlich mag er das nur zögernd kommentieren. Wir gehen durch eine kritische Übergangsphase, sagt er. Stabilität und Wohlstand zu erhalten ist Aufgabe aller Bürger Hongkongs, einschließlich der Journalisten. Is the responsibility of every citizen of Hong Kong, including the journalists. Ich kann nicht nur Ja oder Nein sagen, schwarz oder weiß, sagt er. Alles ist Teil von diesem, Teil von jenem. It's all part of this and part of that. Chinas Flagge gehört schon lange zum Stadtbild von Hongkong. China kontrolliert immer größere Teile der Wirtschaft. 2000 Firmen vom Festland operieren in der Stadt, haben 50 Milliarden Dollar hier investiert. Ein Drittel des Immobilienbesitzes liegt in rot-chinesischer Hand. Noch weht Britanniens Flagge, aber schon seit Jahren spricht China in Hongkong entscheidend mit. Meist diskret hinter den Kulissen, bisweilen auch ganz offen. Und was Peking für die Zukunft der Freiheit in Hongkong bislang gesagt hat, hat weltweit Besorgnis ausgelöst. Die ehemalige Journalistin Emily Lau beim Protestmarsch gegen China. Auch sie gehört schon zum gewohnten Stadtbild.
Es ist stets eine kleine Gruppe von Demonstranten, die nach neuen Ankündigungen Pekings für Hongkongs Politik nach der Übergabe durch die Straßen zieht. Es wurde oft marschiert in den letzten Monaten. China hat angekündigt, das gewählte Parlament aufzulösen, liberale Gesetze aus der Britenzeit zurückzunehmen. Ziel der Demonstranten ist meist das Gebäude der chinesischen Presseagentur Xinhua. Hier arbeiten nach westlichem Verständnis kaum Journalisten. Xinhua ist die de facto Botschaft Pekings in Hongkong. Auch das ist Hongkong. Lantau, eine der vorgelagerten Inseln des Territoriums. Hier lebt der Karikaturist Larry Fain. Als ihm im Mai 95 sein Arbeitgeber, die hoch angesehene Zeitung South China Morning Post, kurzerhand feuerte, erregte das weltweit Aufsehen. Als Indiz, dass Peking bereits lange vor der Übergabe Macht genug hatte, China-kritische Journalisten kaltzustellen. Lily Wong, die Comic-Strip-Figur, hier noch einmal nachgezeichnet, ist tot. Larry Fains täglicher Comic, das war für 10 Jahre eine Hongkonger Institution. Lily Wong starb, als ein Strip Chinas Premier Li Bang einen faschistischen Mörderhund nannte. Am nächsten Tag war der Karikaturist gefeuert, angeblich aus Kostengründen. You're great. You're the best cartoonist in Hong Kong. You're wonderful. We won't use you. Alle erklären mir seither, sagt Larry Fain, du bist der beste Karikaturist in Hongkong, aber du wirst nicht für uns arbeiten. Die Medien haben Angst, mit meinem Namen in Verbindung gebracht zu werden. Ein Redakteur hat mir gesagt, wir wollen gute Gefühle gegenüber China. Das war ein Amerikaner. Ich bin wie ein politisch Aussätziger in Hongkong, sagt er. Sie fragen nach Selbstzensur der Presse hier aus Angst vor China. Selbstzensur ist mir von allen Seiten ins Gesicht geflogen. You ask about self-censorship. I had self-censorship by all these publications thrown in my face. Die South China Morning Post bestreitet politische Motive des Rauswurfs. Larry Fain hingegen sieht Furcht vor China als Motiv der Zeitung. Sie gehört Robert Kwok, einem chinesischen Tycoon aus Malaysia, mit großen Investments in China. All of us had been worried, of course, all along, that the Post was held hostage to this man's friends in China. Wir alle machten uns Sorgen bei der Zeitung, dass das Blatt eine Geisel in Chinas Händen sei, sagte er. Robert Kwok ist kein Zeitungsmann, sondern eher ein Spekulant. Er hat die Zeitung als geschäftliche Investition erworben. Davor hatte er rein nichts mit Journalismus zu tun. Und wir alle hatten Sorge, dass er vielleicht eines Tages ein kleines Problem haben könnte mit der Genehmigung eines Geschäfts irgendwo bei Shanghai oder so ähnlich, dass irgendjemand dann dort sagen könnte, sehen Sie mal, Ihre Zeitung da, die wird ein bisschen zu kritisch. Larry Fains Theorie, dass China Politik und Geschäft keineswegs trennt und auch von Investoren auf dem Festland Botmäßigkeit verlangt, ist keineswegs weit hergeholt. Dies ist das ehemalige Textilienviertel von Hongkong. Hier wurden einst in tausenden, oft winzigen Fabriken Billigartikel gewebt. Doch die Fabriken sind fast alle nach China umgesiedelt, der niedrigen Lohnkosten wegen. Ohne China ist Hongkongs Wirtschaft nicht mehr lebensfähig, also abhängig. Im Herbst 1995 trafen wir Jimmy Lai. Mitten im Textilienviertel hatte der Multimillionär eben die Redaktion seiner nagelneuen Zeitung eingerichtet, Apple Daily. Der Selfmade-Man Lai hatte sein Vermögen mit einer Textilladenkette gemacht, die in China produziert und dort wie in ganz Asien verkauft. Als er in einem Leitartikel Chinas Premier, der als verantwortlich für das Tiananmen-Massaker gilt, einen Bastard nannte, schloss Peking kurzerhand seine Läden in China. Lai musste die Firma verkaufen. Aber 1995 mit seiner neuen Zeitung gab sich Jimmy Lai ungebrochen. Why we should be critical about China? Why we should be critical about the, you know, what's wrong in this society? Just because a lot of people has gone into self-censorship. Wir sind kritisch mit China, kritisch mit dieser Gesellschaft, sagte Jimmy Lai damals, gerade weil so viele Leute Selbstzensur üben. Es gab hier keine Stimme, darum wurden wir Nummer eins. Die Leute wollen Mut und Integrität. The voice of integrity, the recklessness of the Chinese government does not. Die Rücksichtslosigkeit der chinesischen Regierung muss uns doch keine Angst machen. Wenn die Chinesen nach Hongkong kommen, müssen sie sich besser benehmen als in China, weil die ganze Welt auf Hongkong schaut. Just because here is a place that whole world is watching.
Hongkong hat die gleichen Werte wie der Westen. Der Westen versteht Hongkong. Because we share the same value as the West. So the West has a much more clear perspective. Hongkong ist ein so wichtiges weltweites Handels- und Finanzzentrum. Wie China mit Hongkong umgehen wird, wird zum Kriterium der Welt für die Aufnahme Chinas in die internationale Wirtschaftsgemeinschaft. The Chinese government's behavior in treating Hong Kong, which will become the criteria the world is going to accept China into the world business community. Wir werden Jimmy Lai später noch einmal wieder treffen, um zu sehen, was die letzten anderthalb Jahre aus ihm gemacht haben. Hongkong heute, nur noch kurze Zeit vor der Übergabe an China, zeigt keine Panik. Die Sorgen hier werden meist leise ausgesprochen, während die Aussichten für die Freiheit der Stadt nur langsam und Schritt für Schritt in Umrissen erkennbar, aber keineswegs deutlich werden. Mit Werbeveranstaltungen wie diesen versucht inzwischen China, die Herzen der Bürger für sich einzunehmen, appelliert an den Patriotismus der Chinesen Hongkongs. Der Vizechef von Xinhua schwärmt von der Freude auf die baldige Wiedervereinigung mit dem Vaterland. Große Unterstützung findet Peking vor allem in der Mehrheit der Hongkonger Unternehmer. Hier auf der Tribüne Geschäftsleute, die für die Sache Pekings Geld gespendet haben. Man setzt auf gute Beziehungen zu den künftigen Machthabern. China ist in Hongkong schon Monate vor der Übergabe fest etabliert. Pekings Außenminister persönlich leitet die Wahl des künftigen Verwaltungschefs für Hongkong. Damit beginnt über ein halbes Jahr vor der Übergabe faktisch Chinas Herrschaft über Hongkong. Die Wahl ist kaum mehr als eine Farce. Wahlberechtigt sind 400 von Peking handverlesene Hongkong-Bürger, meist Geschäftsleute. Sie kennen Pekings Wünsche. Und Hongkongs Presse berichtet, von einigen Seitenbemerkungen abgesehen von dieser Charade, als handle es sich wirklich um eine Wahl. Damit wird sie selbst zum Teil des von Peking inszenierten Schauspiels. Während der Wahl werden die Reporter für einige Zeit aus dem Saal gewiesen und das ziemlich rüde. Peking hatte schon zuvor deutlich gemacht, dass Hongkongs Medien sich auf neue Zeiten einzustellen haben. Die Presse sei frei, sagte Peking, aber sie dürfe keine Gerüchte verbreiten, sie dürfe keine chinesischen Führer persönlich angreifen, sie dürfe nicht Unabhängigkeit für Hongkong oder Taiwan propagieren. Die Botschaft: Hongkongs Pressefreiheit gilt künftig nicht mehr prinzipiell, ist an Bedingungen geknüpft, die Peking definieren kann. Dong Chihua hieß der Sieger der Wahlshow, Ex-Schiffsmagnat und Multimillionär. Er hat in England studiert, in den USA gelebt, aber für Hongkong propagiert er Rückkehr zu traditionellen chinesischen Werten. Das fordert auch eine in China laufende Moralkampagne. Nicht Rechte stehen im Blickpunkt, sondern Pflichten. Dong Chihua ist ein Mann nach Pekings Herzen. Zur gleichen Zeit draußen vor der Tür des Saales ein Häuflein Aktivisten protestiert gegen die Wahlfarce. Es sind nur wenige, die Mehrheit der Bevölkerung Hongkongs schweigt. Unter den Demonstranten, die sich blockierend auf die Straße gelegt haben, auch die Ex-Journalistin Emily Lau. Sie gehört zu den schärfsten Kritikern der Hongkonger Medien, denen sie Selbstzensur vorwirft. Frau Lau ist Abgeordnete des gewählten Parlaments von Hongkong, das Peking auflösen und durch eine von China ausgesuchte Versammlung ersetzen wird. Aber auch ihr Status schützte sie nicht gegen Abtransport und vorübergehende Festnahme. Die Star Ferry über Hongkongs Victoria-Hafen gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Die Mehrheit ihrer Bürger zeigt sich gelassen. Es gab bislang keine Massenflucht, weder von Menschen noch von Kapital. In den Zeitungen dieser letzten Tage steht viel über Jimmy Lai, den China-kritischen Herausgeber. Sein ehemaliger Textilkonzern, den er längst verkauft hat, steht noch immer unter starkem Druck von China. Und Jimmy Lais Versuch, mit seinem Medienkonzern an die Börse zu gehen, scheiterte.
Hongkongs Investoren wollen ihr Geld nicht in eine Firma stecken, der Chinas Zorn gilt. Jimmy Lai wird ein einsamer Unternehmer in Hongkong. Er hat abgenommen in den letzten 18 Monaten. Er geht nicht mehr zu den Redaktionskonferenzen seiner Zeitung, hält Abstand zum eigenen Presseunternehmen, sucht nach Investitionsmöglichkeiten in den USA. Ich gebe zu, sagt er, als Unternehmer werde ich müde. Das Geschäft ist auf dem Weg. So war das mit der Textilfirma, mit dem Zeitschriftenverlag. Dann habe ich die Zeitung gegründet und die macht jetzt Profit, sagt er. Die Zeitung ist eine der größten in Hongkong, sagt er. Ich werde einfach müde und muss weiter zu neuen Aufgaben. Ich bin in China nicht willkommen, da expandiere ich woanders. I'm not welcome in China. I have to expand somewhere. And also, I think it's good that if I stepped down from the media and dissociated. Und sagte, es ist besser, wenn ich mich von meinen Medien fernhalte. Without my bad reputation and my bad relationship with the Chinese government. Sie brauchen mehr Raum, damit sie 1997 überleben, ohne meine schlechte Reputation und meine schlechten Beziehungen zu China. Frage an den Chinesen Jimmy Lai. Gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen östlichem und westlichem Journalismus? I think that Eastern way of treating the media definitely is a lot more conventional. Der östliche Umgang mit Medien ist konventioneller, konservativer, sagt er. Man greift Leute nicht an, erst recht nicht, wenn sie Macht haben. Especially people in power in Asia. And our media was almost the first one to do so. But this is changing. Meine Medien haben das praktisch als erste getan, weil sich die Welt ändert, globaler wird, vor allem in der Medienindustrie. Especially in the information industry. We are being influenced a lot by the West. Wir werden vom Westen beeinflusst. Unsere Informationssysteme und die des Westens werden langsam integriert, sagt er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diesen Konservatismus erhalten. Die Leute, sagt er, wollen einfach mehr. Die Menschen ändern sich. Even in the information and media industry, just because people are wanting more, people are changing. Hongkong, die erfolgreiche Mischung aus Ost und West, aus chinesischem Unternehmergeist und westlichem Sinn für Recht und Ordnung, aus asiatischem Gemeinschaftssinn und abendländischem Bewusstsein von der Freiheit des Individuums. Ist der künftige Herrscher über Hongkong an dieser Mischung interessiert? Kein Zweifel, China braucht Hongkong. Die Hälfte aller chinesischen Exporte geht durch diesen Hafen. Die Masse der Auslandsinvestitionen in China kommt aus Hongkong. Diese Stadt allein erwirtschaftet ein Fünftel dessen, was das riesige China jährlich an Wert schöpft. Hongkong, so heißt die Hoffnung, werde diese Gans, die goldene Eier legt, doch nicht schlachten wollen. Aber China könnte die Gans trotz bester Absichten erdrücken, weil seine Funktionäre nicht wissen, dass Hongkongs Erfolg auch auf Freiheit beruht. What do we have here in Hong Kong? We've got a largely service-based economy. We've got what the economists call quality growth. Hongkongs Wirtschaft basiert im Wesentlichen auf der Dienstleistungsindustrie, sagt Britanniens Gouverneur. Wir haben Qualitätswachstum. What does that sort of service-based economy need? It needs the infrastructure of a free society. It needs the free flow of information. So eine Wirtschaft braucht die Infrastruktur einer freien Gesellschaft, freie Information, sagt er. If Hong Kong starts to seem as though its freedoms are being constrained, if it starts to appear to be the case that you can't get information as readily as was once the case. Besser ausgebildete Menschen erwarten das. Und wenn Informationen nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung stehen, Hongkong bedrückt und nicht mehr offen erscheint, dann wird es für Geschäftsleute weniger attraktiv. Der letzte Gouverneur hat sich in den letzten Jahren vehement für den Erhalt der Pressefreiheit eingesetzt. Als der Medienmogul Rupert Murdoch den Nachrichtenkanal der BBC aus seinem aus Hongkong operierenden Satellitenprogramm nahm, eingestandenermaßen um China gefällig zu sein,
Und als CNN-Chef Ted Turner sich in Peking anbiederte, schimpfte Patton öffentlich über Verrat an der Pressefreiheit zugunsten des Geschäfts. Beide Medienunternehmen setzen auf den Absatzmarkt China. Bei der letzten Konferenz der Asian Broadcasting Union, einem Zusammenschluss regionaler Medienunternehmen, sprach Patton allerdings erstaunlich zurückhaltend. Die Presse Hongkongs, sagte er, berichtet, was ist. Er hoffe, dies werde so bleiben und die, die nervös seien für die Zukunft und über Selbstzensur der Medien, hätten Unrecht. The media in Hong Kong today tells it as it is, and I hope will continue to tell it as it is. I hope that those who are nervous about self-censorship and so on in the future will be proved wrong. Hongkongs Zeitungen berichteten später, Patton sei von einem viel schärferen Redemanuskript abgewichen, um Ärger zu vermeiden, Selbstzensur. I think as long as the Hong Kong media does do not promote independence in Taiwan, in Tibet or in Hong Kong, you know. Solange Hongkongs Medien nicht die Unabhängigkeit Taiwans, Tibets oder Hongkongs propagieren, die sehr sensitiven Themen vermeidet, wird die Pressefreiheit zum großen Teil erhalten werden, sagt Jimmy Lai. Wenn die Presse keine Ideologie propagiert, sondern nur die Freiheit der Berichterstattung erhält, sagt er, wir müssen doch nicht antikommunistisch erscheinen. Der Kommunismus stirbt doch schon aus. Warum etwas in die Zange nehmen, was ohnehin stirbt? We don't have to appear to be anti-China. We don't have to appear to be anti-communist, because it's not necessary. You know, communism is fading very fast. Why squeeze something which is dying fast? Wir müssen die Freiheit der Information erhalten, sagt er, ohne die Chinesen zu provozieren. Dies ist die Redaktion des Hong Kong Commercial Daily, eine der drei Zeitungen Hongkongs, die auch in China zu kaufen sind. Ihr zweiter Chefredakteur ist zugleich Vizepräsident der pro-chinesischen Journalistenföderation. Auch er glaubt, dass Pressefreiheit ein Prinzip ist, das gravierende Einschränkungen nicht verträgt. Aber, sagt er, da ist eben der Spillover. Solange Sie in Hongkong für Hongkong berichten, können Sie frei alles machen. So steht es im Grundgesetz. The spillover thing. Like if you remain in Hong Kong to report in Hong Kong on anything, on international affairs, Chinese affairs and so on, you are free to do anything in Hong Kong. According to the basic law. Wenn Sie in China berichten, müssen Sie sich an die Gesetze Chinas halten. Und wenn die chinesische Regierung sagt, diese oder jene Zeitung halte sich nicht daran, dann darf sie nicht nach China. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber es ist die Realität, sagt er. So when the, if the Chinese government say one, two particular newspaper might not abide to the laws in China, they do not allow them to go into China. I won't say it's fine, but it's the reality. It's up to the Chinese government to do it. Ich bin optimistisch, sagt er, dass man künftig in Hongkong für Hongkong so frei berichten kann wie heute. If you report in Hong Kong, circulate in Hong Kong, it will be free as what we are enjoying now. Am Kwai Chung Technical Institute, einem College in Hongkongs New Territories, treffen wir die Ex-Journalistin und Politikerin Emily Lau wieder. Ich warne die Schüler davor, sagt sie, schon heute nicht alles für bare Münze zu nehmen, was in der Presse steht. Sie müssen schon jetzt lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Die Schüler hier gehören zu einer gesellschaftspolitischen Arbeitsgruppe. Der Vortrag war interessant, sagt der Schüler. Die Leute in Hongkong sind so pragmatisch, kümmern sich in erster Linie um ihr Auskommen. Aber man will doch wissen, ob die Dinge künftig so bleiben, wie sie sind. Schüler in Hongkong gleichen im Erscheinungsbild denen des Westens. Ihr Bewusstsein von dem, was auf sie zukommt, scheint wenig ausgeprägt, trotz der Warnungen. A number of journalists and editors have told me that when writing a story, and they will say,
Oh, what will China think? Journalisten denken beim Schreiben, was wird China dazu sagen? Sie benutzen politische Urteile statt journalistischer Standards, sagt sie. Das macht Sorge. Hongkongs Presse übt Selbstzensur und selbst Optimisten tun sich schwer. Ja, China ist ein wichtiger Anzeigenkunde, sagte eine populäre Zeitung, kriegt 40% ihrer Anzeigen von dort. Das ist die Realität. Ich sage nicht, dass Selbstzensur gut ist, aber wenn es so ist, wenn wir da durch müssen, dann haben wir eine Zeit lang Selbstzensur. Danach, wenn die Zeitungen ökonomisch unabhängig sind, sind sie auch politisch unabhängig, sagt er. Es ist Übergangszeit, eine kritische Phase. Zurzeit müssen wir durch einiges hindurch, was in westlichen Augen nicht gut aussieht. Bitte lasst uns das auf unsere Weise machen. Ein pro-chinesischer Journalistenfunktionär, der fast verzweifelt die Macht der Realität beschwört. Eine unermüdliche, aber nicht sonderlich wirksame Politikerin. Ein abtretender Gouverneur, dem zur Durchsetzung des Ideals von Pressefreiheit die Macht abhanden gekommen ist. Und ein müde gewordener Unternehmer, der gelernt hat, dass sich Gegnerschaft zu Peking nicht auszahlt. Nein. Wirkliche Optimisten für die Zukunft einer freien Presse in Hongkong haben wir nicht getroffen. That's why, you know, to a point, people have to accept this, you know, things like this. You kind of get used to some of these things. You know, that's the reality of life. Die Menschen akzeptieren diese Dinge, gewöhnen sich daran, das ist die Realität des Lebens, sagt er. Die meisten Leute in Hongkong können ja nicht weggehen. Sie müssen leben mit dem, was kommt. Sie werden konservativer. Man kann nicht erwarten, dass sie kämpfen. Sie haben keine Wahl, sagt er. Ja, das ist Hongkong. That's Hongkong. Hongkong im Ostwind. Kaum noch jemand stellt sich offen gegen Peking, denn gewiss ist derzeit nur eins. Am 1. Juli gehört Hongkong zu China. Thank you.
könnten das. Und wenn Informationen nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung stehen, Hongkong bedrückt und nicht mehr offen erscheint, dann wird es für Geschäftsleute weniger attraktiv. Der letzte Gouverneur hat sich in den letzten Jahren vehement für den Erhalt der Pressefreiheit eingesetzt. Als der Medienmogul Rupert Murdoch den Nachrichtenkanal der BBC aus seinem aus Hongkong operierenden Satellitenprogramm nahm, eingestandenermaßen um China gefällig zu sein, und als CNN-Chef Ted Turner sich in Peking anbiederte, schimpfte Patton öffentlich über Verrat an der Pressefreiheit zugunsten des Geschäfts. Beide Medienunternehmen setzen auf den Absatzmarkt China. Bei der letzten Konferenz der Asian Broadcasting Union, einem Zusammenschluss regionaler Medienunternehmen, sprach Patton allerdings erstaunlich zurückhaltend. Die Presse Hongkongs, sagte er, berichtet, was ist. Er hoffe, dies werde so bleiben und die, die nervös seien für die Zukunft und über Selbstzensur der Medien, hätten Unrecht. The media in Hong Kong today tells it as it is, and I hope will continue to tell it as it is. I hope that those who are nervous about self-censorship and so on in the future will be proved wrong. Hongkongs Zeitungen berichteten später, Patton sei von einem viel schärferen Redemanuskript abgewichen, um Ärger zu vermeiden, Selbstzensur. I think as long as the Hong Kong media does do not promote independence in Taiwan, in Tibet or in Hong Kong, you know. Solange Hongkongs Medien nicht die Unabhängigkeit Taiwans, Tibets oder Hongkongs propagieren, die sehr sensitiven Themen vermeidet, wird die Pressefreiheit zum großen Teil erhalten werden, sagt Jimmy Lai. Wenn die Presse keine Ideologie propagiert, sondern nur die Freiheit der Berichterstattung erhält, sagt er, wir müssen doch nicht antikommunistisch erscheinen. Der Kommunismus stirbt doch schon aus. Warum etwas in die Zange nehmen, was ohnehin stirbt? We don't have to appear to be anti-China. We don't have to appear to be anti-communist, because it's not necessary. You know, communism is fading very fast. Why squeeze something which is dying fast? Wir müssen die Freiheit der Information erhalten, sagt er, ohne die Chinesen zu provozieren. Dies ist die Redaktion des Hong Kong Commercial Daily, eine der drei Zeitungen Hongkongs, die auch in China zu kaufen sind. Ihr zweiter Chefredakteur ist zugleich Vizepräsident der pro-chinesischen Journalistenföderation. Auch er glaubt, dass Pressefreiheit ein Prinzip ist, das gravierende Einschränkungen nicht verträgt. Aber, sagt er, da ist eben der Spillover. Solange sie in Hongkong für Hongkong berichten, die Fan hingegen sieht Furcht vor China als Motiv der Zeitung. Sie gehört Robert Kwok, einem chinesischen Tycoon aus Malaysia, mit großen Investments in China. All of us had been worried, of course, all along, that the Post was held hostage to this man's friends in China. Wir alle machten uns Sorgen bei der Zeitung, dass das Blatt eine Geisel in Chinas Händen sei, sagte er. Robert Kwok ist kein Zeitungsmann, sondern eher ein Spekulant. Er hat die Zeitung als geschäftliche Investition erworben. Davor hatte er rein nichts mit Journalismus zu tun. Und wir alle hatten Sorge, dass er vielleicht eines Tages ein kleines Problem haben könnte mit der Genehmigung eines Geschäfts irgendwo bei Shanghai oder so ähnlich, dass irgendjemand dann dort sagen könnte, sehen Sie mal, Ihre Zeitung da, die wird ein bisschen zu kritisch. Larry Fains Theorie, dass China Politik und Geschäft keineswegs trennt und auch von Investoren auf dem Festland Botmäßigkeit verlangt, ist keineswegs weit hergeholt. Dies ist das ehemalige Textilienviertel von Hongkong. Hier wurden einst in tausenden, oft winzigen Fabriken Billigartikel gewebt. Doch die Fabriken sind fast alle nach China umgesiedelt, der niedrigen Lohnkosten wegen. Ohne China ist Hongkongs Wirtschaft nicht mehr lebensfähig, also abhängig. Im Herbst 1995 trafen wir Jimmy Lai. Mitten im Textilienviertel hatte der Multimillionär eben die Redaktion seiner nagelneuen Zeitung eingerichtet, Apple Daily. Der Selfmade-Man Lai hatte sein Vermögen mit einer Textilladenkette gemacht, die in China produziert und dort wie in ganz Asien verkauft. Als er in einem Leitartikel Chinas Premier, der als verantwortlich für das Tiananmen-Massaker gilt, einen Bastard nannte, schloss Peking kurzerhand seine Läden in China. Lai musste die Firma verkaufen. Aber 1995 mit seiner neuen Zeitung gab sich Jimmy Lai ungebrochen.
why we should be critical about China, why we should be critical about the, you know, what's wrong in this society, just because a lot of people has gone into self-censorship. Wir sind kritisch mit China, kritisch mit dieser Gesellschaft, sagte Jimmy Lai damals, gerade weil so viele Leute Selbstzensur üben. Es gab hier keine Stimme, darum wurden wir Nummer eins. Die Leute wollen Mut und Integrität. The voice of integrity, the recklessness of the Chinese government does not. Die Rücksichtslosigkeit der chinesischen Regierung muss uns doch keine Angst machen. Wenn die Chinesen nach Hongkong kommen, müssen sie sich besser benehmen als in China, weil die ganze Welt auf Hongkong schaut. Hongkong hat die gleichen Werte wie der Westen. Der Westen versteht Hongkong. Because we share the same value as the West. So the West has a much more clear perspective. Hongkong ist ein so wichtiges weltweites Handels- und Finanzzentrum. Wie China mit Hongkong umgehen wird, wird zum kritischen Tycoon aus Malaysia mit großen Investments in China. All of us had been worried, of course, all along, that the post was held hostage to this man's friends in China. Wir alle machten uns Sorgen bei der Zeitung, dass das Blatt eine Geisel in Chinas Händen sei, sagte er. Robert Kwok ist kein Zeitungsmann, sondern eher ein Spekulant. Er hat die Zeitung als geschäftliche Investition erworben. Davor hatte er rein nichts mit Journalismus zu tun. Und wir alle hatten Sorge, dass er vielleicht eines Tages ein kleines Problem haben könnte mit der Genehmigung eines Geschäfts irgendwo bei Shanghai oder so ähnlich, dass irgendjemand dann dort sagen könnte, sehen Sie mal, Ihre Zeitung da, die wird ein bisschen zu kritisch. Larry Fains Theorie, dass China Politik und Geschäft keineswegs trennt und auch von Investoren auf dem Festland Botmäßigkeit verlangt, ist keineswegs weit hergeholt. Dies ist das ehemalige Textilienviertel von Hongkong. Hier wurden einst in tausenden, oft winzigen Fabriken Billigartikel gewebt. Doch die Fabriken sind fast alle nach China umgesiedelt, der niedrigen Lohnkosten wegen. Ohne China ist Hongkongs Wirtschaft nicht mehr lebensfähig, also abhängig. Im Herbst 1995 trafen wir Jimmy Lai. Mitten im Textilienviertel hatte der Multimillionär eben die Redaktion seiner nagelneuen Zeitung eingerichtet, Apple Daily. Der Selfmade-Man Lai hatte sein Vermögen mit einer Textilladenkette gemacht, die in China produziert und dort wie in ganz Asien verkauft. Als er in einem Leitartikel Chinas Premier, der als verantwortlich für das Tiananmen-Massaker gilt, einen Bastard nannte, schloss Peking kurzerhand seine Läden in China. Lai musste die Firma verkaufen. Aber 1995 mit seiner neuen Zeitung gab sich Jimmy Lai ungebrochen. Why we should be critical about China, why we should be critical about the, you know, what's wrong in this society, just because a lot of people has gone into self-censorship. Wir sind kritisch mit China, kritisch mit dieser Gesellschaft, sagte Jimmy Lai damals, gerade weil so viele Leute Selbstzensur üben. Es gab hier keine Stimme, darum wurden wir Nummer eins. Die Leute wollen Mut und Integrität. The voice of integrity, the recklessness of the Chinese government does not. Die Rücksichtslosigkeit der chinesischen Regierung muss uns doch keine Angst machen. Wenn die Chinesen nach Hongkong kommen, müssen sie sich besser benehmen als in China, weil die ganze Welt auf Hongkong schaut. Hongkong hat die gleichen Werte wie der Westen. Der Westen versteht Hongkong. Because we share the same value as the West. So the West has a much more clear perspective. Hongkong ist ein so wichtiges weltweites Handels- und Finanzzentrum. Wie China mit Hongkong umgehen wird, wird zum Kriterium der Welt für die Aufnahme Chinas in die internationale Wirtschaftsgemeinschaft. Wir werden vom Westen beeinflusst. Unsere Informationssysteme und die des Westens werden langsam integriert, sagt er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diesen Konservatismus erhalten. Die Leute, sagt er, wollen einfach mehr. Die Menschen ändern sich. Even in the information and media industry, just because people are wanting more, people are changing. Hongkong, die erfolgreiche Mischung aus Ost und West, aus chinesischem Unternehmergeist und westlichem Sinn für Recht und Ordnung. Aus asiatischem Gemeinschaftssinn und abendländischem Bewusstsein von der Freiheit des Individuums. Ist der künftige Herrscher über Hongkong an dieser Mischung interessiert? Kein Zweifel, China braucht Hongkong. Die Hälfte aller chinesischen Exporte geht durch diesen Hafen.
Die Masse der Auslandsinvestitionen in China kommt aus Hongkong. Diese Stadt allein erwirtschaftet ein Fünftel dessen, was das riesige China jährlich an Wert schöpft. Hongkong, so heißt die Hoffnung, werde diese Gans, die goldene Eier legt, doch nicht schlachten wollen. Aber China könnte die Gans trotz bester Absichten erdrücken, weil seine Funktionäre nicht wissen, dass Hongkongs Erfolg auch auf Freiheit beruht. What do we have here in Hong Kong? We've got a largely service-based economy. We've got what the economists call quality growth. Hongkongs Wirtschaft basiert im Wesentlichen auf der Dienstleistungsindustrie, sagt Britanniens Gouverneur. Wir haben Qualitätswachstum. What does that sort of service-based economy need? It needs the infrastructure of a free society. It needs the free flow of information. So eine Wirtschaft braucht die Infrastruktur einer freien Gesellschaft, freie Information, sagt er. People take for granted. If Hong Kong starts to seem as though its freedoms are being constrained, if it starts to appear to be the case that you can't get information as readily as was once the case. Besser ausgebildete Menschen erwarten das. Und wenn Informationen nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung stehen, Hongkong bedrückt und nicht mehr offen erscheint, dann wird es für Geschäftsleute weniger attraktiv. Der letzte Gouverneur hat sich in den letzten Jahren vehement für den Erhalt der Pressefreiheit eingesetzt. Als der Medienmogul Rupert Murdoch den Nachrichtenkanal der BBC aus seinem aus Hongkong operierenden Satellitenprogramm nahm, eingestandenermaßen um China gefällig zu sein, und als CNN-Chef Ted Turner sich in Peking anbiederte, schimpfte Patton öffentlich über Verrat an der Pressefreiheit zugunsten des Geschäfts. Beide Medienunternehmen setzen auf den Absatzmarkt China. Bei der letzten Konferenz der Asian Broadcasting Union, einem Zusammenschluss regionaler Medienunternehmen. Mit Werbeveranstaltungen wie diesen versucht inzwischen China, die Herzen der Bürger für sich einzunehmen, appelliert an den Patriotismus der Chinesen Hongkongs. Der Vizechef von Xinhua schwärmt von der Freude auf die baldige Wiedervereinigung mit dem Vaterland. Große Unterstützung findet Peking vor allem in der Mehrheit der Hongkonger Unternehmer. Hier auf der Tribüne Geschäftsleute, die für die Sache Pekings Geld gespendet haben. Man setzt auf gute Beziehungen zu den künftigen Machthabern. China ist in Hongkong schon Monate vor der Übergabe fest etabliert. Pekings Außenminister persönlich leitet die Wahl des künftigen Verwaltungschefs für Hongkong. Damit beginnt über ein halbes Jahr vor der Übergabe faktisch Chinas Herrschaft über Hongkong. Die Wahl ist kaum mehr als eine Farce. Wahlberechtigt sind 400 von Peking handverlesene Hongkong-Bürger, meist Geschäftsleute. Sie kennen Pekings Wünsche. Und Hongkongs Presse berichtet, von einigen Seitenbemerkungen abgesehen von dieser Charade, als handle es sich wirklich um eine Wahl. Damit wird sie selbst zum Teil des von Peking inszenierten Schauspiels. Während der Wahl werden die Reporter für einige Zeit aus dem Saal gewiesen und das ziemlich rüde. Peking hatte schon zuvor deutlich gemacht, dass Hongkongs Medien sich auf neue Zeiten einzustellen haben. Die Presse sei frei, sagte Peking, aber sie dürfe keine Gerüchte verbreiten, sie dürfe keine chinesischen Führer persönlich angreifen, sie dürfe nicht Unabhängigkeit für Hongkong oder Taiwan propagieren. Die Botschaft: Hongkongs Pressefreiheit gilt künftig nicht mehr prinzipiell, ist an Bedingungen geknüpft, die Peking definieren kann. Dong Chihua hieß der Sieger der Wahlshow, Ex-Schiffsmagnat und Multimillionär. Er hat in England studiert, in den USA gelebt, aber für Hongkong propagiert er Rückkehr zu traditionellen chinesischen Werten. Das fordert auch eine in China laufende Moralkampagne. Nicht Rechte stehen im Blickpunkt, sondern Pflichten. Dong Chihua ist ein Mann nach Pekings Herzen. Zur gleichen Zeit draußen vor der Tür des Saales ein Häuflein Aktivisten protestiert gegen die Wahlfarce. Es sind nur wenige, die Mehrheit der Bevölkerung Hongkongs schweigt.
unter den Demonstranten, die sich blockierend auf die Straße gelegt haben, auch die Essefreiheit ein Prinzip ist, das gravierende Einschränkungen nicht verträgt. Aber, sagt er, da ist eben der Spillover. Solange Sie in Hongkong für Hongkong berichten, können Sie frei alles machen. So steht es im Grundgesetz. The spillover thing. Like if you remain in Hong Kong to report in Hong Kong on anything, on international affairs, Chinese affairs and so on, you are free to do anything in Hong Kong according to the basic law. Wenn Sie in China berichten, müssen Sie sich an die Gesetze Chinas halten. Und wenn die chinesische Regierung sagt, diese oder jene Zeitung halte sich nicht daran, dann darf sie nicht nach China. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber es ist die Realität, sagt er. So, when the, if the Chinese government say one, two particular newspaper might not abide to the laws in China, they do not allow them to go into China. I won't say it's fine, but it's the reality. It's up to the Chinese government to do it. Ich bin optimistisch, sagt er, dass man künftig in Hongkong für Hongkong so frei berichten kann wie heute. If you report in Hong Kong, circulate in Hong Kong, it will be free as what we are enjoying now. Am Kwai Chung Technical Institute, einem College in Hongkongs New Territories, treffen wir die Ex-Journalistin und Politikerin Emily Lau wieder. Ich warne die Schüler davor, sagt sie, schon heute nicht alles für bare Münze zu nehmen, was in der Presse steht. Sie müssen schon jetzt lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Die Schüler hier gehören zu einer gesellschaftspolitischen Arbeitsgruppe. Der Vortrag war interessant, sagt der Schüler. Die Leute in Hongkong sind so pragmatisch, kümmern sich in erster Linie um ihr Auskommen. Aber man will doch wissen, ob die Dinge künftig so bleiben, wie sie sind. Schüler in Hongkong gleichen im Erscheinungsbild denen des Westens. Ihr Bewusstsein von dem, was auf sie zukommt, scheint wenig ausgeprägt, trotz der Warnungen. A number of journalists and editors have told me that when writing a story, and they will say, oh, what will China think? Journalisten denken beim Schreiben, was wird China dazu sagen? Sie benutzen politische Urteile statt journalistischer Standards, sagt sie. Das macht Sorge. Hongkongs Presse übt Selbstzensur und selbst Optimisten tun sich schwer. Flagge, aber schon seit Jahren spricht China in Hongkong entscheidend mit. Meist diskret hinter den Kulissen, bisweilen noch ganz offen. Und was Peking für die Zukunft der Freiheit in Hongkong bislang gesagt hat, hat weltweit Besorgnis ausgelöst. Die ehemalige Journalistin Emily Lau beim Protestmarsch gegen China. Auch sie gehört schon zum gewohnten Stadtbild. Es ist stets eine kleine Gruppe von Demonstranten, die nach neuen Ankündigungen Pekings für Hongkongs Politik nach der Übergabe durch die Straßen zieht. Es wurde oft marschiert in den letzten Monaten. China hat angekündigt, das gewählte Parlament aufzulösen, liberale Gesetze aus der Britenzeit zurückzunehmen. Ziel der Demonstranten ist meist das Gebäude der chinesischen Presseagentur Xinhua. Hier arbeiten nach westlichem Verständnis kaum Journalisten. Xinhua ist die de facto Botschaft Pekings in Hongkong. We want democracy now! Auch das ist Hongkong. Lantau, eine der vorgelagerten Inseln des Territoriums. Hier lebt der Karikaturist Larry Fain. Als ihm im Mai 95 sein Arbeitgeber, die hoch angesehene Zeitung South China Morning Post, kurzerhand feuerte, erregte das weltweit Aufsehen. Als Indiz, dass Peking bereits lange vor der Übergabe Macht genug hatte, China-kritische Journalisten kaltzustellen. Lily Wong, die Comicstrip-Figur, hier noch einmal nachgezeichnet, ist tot. Larry Fains täglicher Comic, das war für 10 Jahre eine Hongkonger Institution. Lily Wong starb, als ein Strip Chinas Premier Li Bang einen faschistischen Mörderhund nannte. Am nächsten Tag war der Karikaturist gefeuert, angeblich aus Kostengründen. You're great. You're the best cartoonist in Hong Kong. You're wonderful. We won't use you.
Alle erklären mir seither, sagt Larry Fink, du bist der beste Karikaturist in Hongkong, aber du wirst nicht für uns arbeiten. Die Medien haben Angst, mit meinem Namen in Verbindung gebracht zu werden. Ein Redakteur hat mir gesagt, wir wollen gute Gefühle gegenüber China. Das war ein Amerikaner. Ich bin wie ein politisch Aussätziger in Hongkong, sagt er. Sie fragen nach Selbstzensur der Presse hier aus Angst vor China. Selbstzensur ist mir von allen Seiten ins Gesicht geflogen. You ask about self-censorship. I had self-censorship by all these publications thrown in my face. Die South China Morning Post bestreitet politische Motive des Rauswurfs. Larry Fain hingegen sieht Furcht vor China als Motiv der Zeitung. Sie gehört Robert Kwok, einem chinesischen Tycoon aus Malaysia, mit großen Investments in China. All of us had been worried, of course, all along, that the Post was held hostage to this man's friends in China. Wir alle machten uns Sorgen bei der Zeitung,